Ich begrüße euch. Den Fachleuten aufs Maul schauen. So habe ich diesen Vortrag genannt. So habe ich den Titel gewählt. Das ist eine Anlehnung an Luthers Spruch, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Das hat er gebraucht, als er die Bibel ins Deutsche übersetzte, weil das Lateinische, was damals üblich war, das konnten die wenigsten verstehen, allenfalls die Akademiker der damaligen Zeit vor 500 Jahren etwa. Meine Beobachtung ist, dass das, was hier in Deutschkursen für Zuwanderer gelernt wird, das ist sicherlich sehr gut, um auf allgemeinem Niveau mit anderen zu sprechen. Wenn es um Allgemeinbildung geht, reicht das wahrscheinlich aus. Aber es reicht eben nicht aus, wenn es um Fachgespräche geht. Da sind die üblichen Kurse unzureichend. Das ist ja auch normal, weil Germanisten oder Deutschlehrer, die haben eben Deutsch studiert und eben nicht Logistik oder Informatik oder irgendein anderes MINT-Fach oder irgendein technisches Fach. Und deshalb müssen solche Vokabulare eben auch von Fachleuten zusammengetragen werden. In diesem Video zeige ich, wie das geht und welche Tools wir da haben, mit dem Hintergedanken, dass ihr motiviert werdet und sagt, das wollen wir auch lernen, das wollen wir lernen, am besten in einem gemeinsamen Projekt. Ihr werdet, falls ihr Excel-Vorkenntnisse habt, auch nur durch Anschauen des Videos das Know-how schon bekommen. Aber es macht eben mehr Spaß, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet. Dazu will ich hier noch ein paar Folien zur Einleitung bringen, bevor wir dann das Ganze anschauen. Das, was Menschen suchen, das sind keine gut gestellten Bilder auf den Websites. Hier sehen wir ja eine von dem Wirtschaftsministerium aus Baden-Württemberg, was auch für Arbeit und Tourismus zuständig ist. Da haben da Profis von der Agentur, die haben da Model ausgewählt und die haben das Ganze professionell gemacht. Aber das ist eben nicht das, was viele Menschen suchen. Die wollen was Authentisches haben und sei es so etwas, wie ich das hier mit PowerPoint mache, nicht mit einer Profikamera, sondern mit der eingebauten Webcam in dem PC. Ich habe hier mal einen Kommentar für ein älteres Video, was ich zu diesem Thema gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich bin da schon viele Jahre mit beschäftigt. Das habe ich hier mal vorgenommen, um zu zeigen, was ich da meine. Den Text habe ich hier noch ein bisschen vergrößert, der da unten steht. Und da bedankt sich jemand, der offensichtlich, das sehen wir ja auch schon an der Sprache, Zuwanderer ist. Und er hat von mir einige Vokabeln zum Thema Lagerlogistik gefunden. Da habe ich Jahrzehnte mit Auszubildenden zu tun gehabt. Und da blieb mir natürlich deren Jargon auch nicht verborgen. Und da bittet er, dass mehr solche Vokabulare bereitgestellt werden. Und das ist also auch eben ein Punkt, wo ich sage, wenn es solchen Bedarf gibt, dann kann man das auch mal angehen. Ich habe mir dazu ein paar Überlegungen gemacht, wie kann ich das angehen, dass das systematisch abgeht und auch nachvollzogen werden kann und natürlich auch allen Beteiligten was bringt. Und dazu habe ich mich der Pivot-Tabellen besonnen, die ich auch bei meinen vielen Kursen oft vorgestellt habe, aber eben mehr im Bereich Big Data, Marketingaktivitäten, vielleicht auch noch Controlling, Qualitätsmanagement, da habe ich das also häufig bearbeitet in den Kursen, in den Workshops. Aber diese Tools, die da bei Excel drin sind, die kann man auch auf andere Sachen übertragen. Ich habe das bisher noch nicht gesehen, dass das jemand bei Wortschätzen, zu welcher Sprache auch immer, angewendet hat. Das kann man sehr gut machen, um Fachvokabulare für verschiedene Zielgruppen zusammenzustellen und permanent zu optimieren. Oder wenn man noch dabei ist, wenn ein Team zum bestimmten Thema, ich habe eben die Lagerlogistik angesprochen, aber auch Fachinformatiker oder Industriekaufleute haben alle ihre eigenen Vokabulare. Das kann man auch machen, so eine Pivot-Tabelle, um den Projektfortschritt zu dokumentieren und zu zeigen, von welcher Quelle kommen welche Vokabeln, wie häufig werden die verwendet. Im Prinzip sehen wir da bei den Pivot-Tabellen sowas ähnliches wie eine Vokabellandkarte, eben nur nicht mit Umrissen von Kontinenten oder Ländern, sondern die Längengrade, die wir hier sehen, das sind
die Quellen, so habe ich sie angeordnet. Und die Breitengrade, das sind die Worte. Und an dem Schnittpunkt kann man dann eben sehen, kommen die vor oder kommen die nicht vor. Und an einem rechten Rand sieht man eben, wie häufig sie vorkommen. Und das ist natürlich eine Aussage, die man benötigt, wenn man eben überlegt, ist das jetzt eine sehr wichtige Vokabel oder ist das eine, die nicht so wichtig ist, weil sie vielleicht hier bei diesen 17 Quellen, die da ausgewertet wurden, nur einmal vorkommt. Aber das will ich jetzt hier nicht mit dieser PowerPoint-Präsentation abdecken. Da habe ich also jetzt Excel live vorgesehen. Und das ist das, was wir dann also auch die nächsten 20 bis 25 Minuten machen werden. Wie eben schon gesagt, will ich jetzt in der Pivot-Tabelle zeigen, was da machbar ist mit diesem wirksamen Tool, was manche von euch ja in Excel schon kennen. Die Pivot-Tabelle fängt hier an in der Zelle A10. Darüber, da sage ich gleich noch was zu. Da sehen wir hier oben die Zeilen und die Spaltenbeschriftungen. Als Spaltenbeschriftungen haben wir hier die 17 Video-IDs mit dem vorangestellten KRT, also Konrad-Renner-Transkript. Also da gibt es also dann die Untertitel in einer Arbeitsmappe, die ihr euch auch herunterladen könnt, wenn ihr das wollt. Und dann bin ich auch gleich schon hier oben bei diesen Zeilen, die hier auf den ersten Blick sehr befremdlich wirken, die 17 YouTube-Videos. Da haben wir hier in der Zeile 6 die Videotitel. Ich habe mal auf die Zelle B6 draufgeklickt. Da steht oben in der Bearbeitungsleiste Excel für Fortgeschrittene. Die Weiterbildung ist auch für Zuwanderer ab der DAF-Stufe B2 geeignet. Und da sehen wir den Titel, der ist hier also abgeschnitten, weil die Spaltenbreite ja nicht beliebig breit sein kann. Darüber steht die Video-ID. Die sieht hier sehr kryptisch aus, aber genau diese Buchstaben und Zahlen, die braucht man, wenn man bei Google genau nach diesem Video sucht. Das heißt also, wenn ihr das hier rauskopieren würdet, dann findet ihr das mit Sicherheit bei YouTube. Und so ist das mit den anderen 16, die daneben stehen, auch. Hier Konfiguration von Selbsttests mit verborgenen Lösungen auf Basis von DeepL oder Google Translate und darüber steht dann die entsprechende Video-ID. Darunter haben wir dann die Arbeitsmappe. Hier oben steht die Formel, da könnt ihr also erstmal nichts mit anfangen, aber wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger direkt mal drauf zeige, dann sehen wir hier in der Quick-Info, da steht https://konradrenner.de, Fachvokabular, und dann seht ihr, da steht der Name der Arbeitsmappe, KRT, und dann der Unterstrich mit den 11 Video-ID-Zeichen und ein XLS dahinter. Und wenn man da raufklickt, vielleicht mache ich das hier auch gerade mal, dann sieht man, die wird heruntergeladen, da unten sieht man das links und da kann ich die dann auch öffnen. Und das sehen wir jetzt einmal, damit es klar ist, wofür das gut ist. Kuratierung von freigesprochenem Text aus den Transkripten und das bezieht sich dann eben auf dieses Video, was wir hier dann auch starten könnten. So, will ich jetzt nicht fortfahren, hier haben wir also auch die Transkriptdaten, ne, und die mit den Zeitangaben, wo werden dann die Worte gesprochen, also da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst es jetzt, ihr könnt das selbst ausprobieren. Das, was ich hier so in den nächsten 20 bis 30 Minuten erzähle, kann man sich sowieso nicht alles merken. Aber man kann sich so in etwa die Reihenfolge merken, in der man hier die Links ausprobieren kann. Das zugehörige YouTube-Video kann man dann starten, wenn man hier auf dieses geht, YT ist der Link. Zum YouTube-Video habe ich hier auch gerade mal gestartet. Video-Lautsprecher ist also ausgeschaltet und da ist es also jetzt das Video, Konfiguration von Selbsttests mit verborgenen Lösungen, das, was ich ja eben schon mal angesprochen habe. Auch das will ich also hier nicht fortsetzen. Ihr wisst jetzt, diese Zeilen oberhalb der Pivot-Tabelle einzusetzen. Jetzt komme ich zu der Pivot-Tabelle, die basiert auf den Daten, die hier in dem schwarz markierten Register Daten stehen. Da haben wir 10.082 Vokabeln, die hier aus den einzelnen Videos entnommen sind. Die Wortquelle, also die Video-ID mit den Kennzeichen für die Excel-Arbeitsmappe vorweg, die sehen wir hier in der Spalte D. Ja, kann man also auch sehen, zugehörige Arbeitsmappe kann man also hier über den entsprechenden
Link hier dann bekommen. So, das nur, damit ihr also wisst, woher kommen jetzt diese Daten, die hier in der Tabelle dargestellt sind. Die Daten stehen direkt davor und die YouTube-Tabelle bildet die ab. In einer dreidimensionalen Darstellung kann man hier fast sagen. Untereinander stehen hier die einzelnen Vokabeln, die hier jetzt gefiltert sind. Nebeneinander stehen die Ergebnisse aus den einzelnen Dateien. Wir haben hier oben das Wort wenn. Das gebrauche ich in jedem längeren Text. Also auch hier in den Texten, in den Untertiteln taucht es auf zu den YouTube-Videos, die ich da erstellt habe. Das heißt also, hier steht eine 17. Das heißt, jedes Video enthält dieses Wort wenn. Da gibt es noch weitere 59, sind also insgesamt 60 Worte, so habe ich hier in der Pivot-Tabelle festgestellt, die ich in jedem Video verwendet habe, und 2223 Worte, die tauchen nur in einem Video auf. Ja, wenn man jetzt an die Mengenlehre denkt, Schnittmenge, das ist die Menge, wo in allen Teilmengen vorkommt, das wären also die 60. Und die Worte, die in mindestens einmal vorkommen in einem dieser Videos, das ist also das, was wir hier sehen, was hier in der Spalte A auftaucht, wenn ich keinen Filter habe. Dann sind das 3229 Vokabeln, die hier auftauchen. Die tauchen also mindestens in einem der 17 Videos auf, aber manchmal auch in 17, wie wir es hier bei dem Wenn sehen. So. Will ich ja noch mal so ein bisschen was zu sagen. Pivot-Tabellen, das ist ein Tool, was sehr häufig im Bereich Controlling eingesetzt wird. Also Abteilungen, die mit Zahlen arbeiten, Unternehmensleitung unterstützen oder die Leitungsebene überhaupt unterstützen. Aber man kann es auch eben im Bereich der Sprache einsetzen. Und das ist das, was ich hier mache, was ich aber bisher noch nicht woanders gesehen habe. Schauen wir uns an. Ich habe hier, wie ich schon sagte, einen Filter eingesetzt. Ich suche im Augenblick nach den ENN-Einträgen. Wenn, da steht es ja drin, kennt. Aber eben auch in meinem Nachnamen Rennert, da steht ja auch ein ENN drin. Oder Deutschkenntnisse oder Kennenlernen. Ne, überall hier in diesen Worten taucht das auf. Insgesamt haben wir hier also 41 Worte, wo das vorkommt. Und das sind eben die wir hier sehen. So, wenn ich jetzt genau dieses haben will für eine spezielle Datei bzw. ein Video, dann kann ich hier unten hinklicken. Nehme ich mal, wo hier mein Name steht, Rennert. Ne, das haben wir also hier beispielsweise in dieser Datei. Hier oben mit dem Thema kann man hier sehen, wenn ich hier oben hinklicke, Gründer für eine Online-VHS mit dem Klill-Prinzipien gesucht. Ne? Das ist also das Video und da taucht mein Name auf. Und wenn ich das also jetzt hier unten haben möchte, hier, dann klicke ich da doppelt auf die 8 und dann habe ich hier den ersten Extrakt gebildet. Man sieht, da steht ENN drin bei Rennert, bei Kenntnisse, bei Kennen und Kenne und Fremdsprachenkenntnisse. Und da ist auch die Datei genannt, wo ich das denn nachschauen kann. Will ich nur einen kleinen Hinweis geben, will ich aber jetzt nicht selbst ausführen. Ich habe hier auf dem Blatt Info, habe ich also hier die beiden Formeln, die ich dann einsetzen könnte, um mir direkt diese Stelle hier dann herauszusuchen. Wenn ich das also hier einfüge, wie ich es gerade getan habe, dann müsste ich nur noch ein Gleichheitszeichen vor diesen Formeltext schreiben und dann wäre das eine Formel, mit dem ich dann den Hyperlink zu dieser Datei dann herstellen kann. Mache ich aber jetzt nicht, weil dann wird das Video zu lang. Das wäre dann auch eine Sache, wenn ihr euch dafür interessiert und macht bei mir in dem Workshop mit, dann zeige ich euch das mal gerne live oder helfe euch, wenn ihr das an eurem Rechner soweit vorbereitet habt, damit ihr das also dann auch ausführen könnte. Also muss man nur ein Gleichheitszeichen vorschreiben und dann kann man direkt zu dieser Fundstelle gelangen. So, ich gehe mal wieder auf die Pivot-Tabelle und da gehe ich an den Anfang. Kennt ja die Tastenkombination Steuerung Position 1
Und da habe ich im Augenblick ja immer noch das Filter drin mit dem ENN. Jetzt will ich aber alle Daten sehen. Da sieht man, hier hat man diese Möglichkeiten, Filter zu entfernen oder Filter zu setzen. Habe ich also gerade entfernt und schon sieht man alle Vokabeln. Die sind im Augenblick geordnet nach Häufigkeit absteigend. Also hier tauchen jetzt erstmal diese 60 besagten Vokabeln auf, die in allen Videos vorkommen. Na, hier haben wir es noch. Dann haben wir ab der Stelle hier, da fehlt die Vokabel mindestens in einer Datei. Da haben wir die 16. Und so geht das dann weiter. Hier unten haben wir dann nur noch Vokabeln, die nur in einer einzigen Datei bzw. in einem Video vorkommen. Das sind 2223. Dazu zählt eben Berufsförderungswerk oder Ehrenamtliche oder Blindflüge, also Vokabeln, die sonst auch selten eingesetzt werden. So, wir haben also hier gerade gesehen, wir können hier auf die Zahlen doppelt draufklicken, um dann die Vorkommen innerhalb der Liste uns anzuschauen, also welche Vokabeln tauchen hier auf. Hier habe ich ja gesagt, wo 17 steht, die tauchen immer auf. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach unten gehe, hier sehen wir eine Landkarte, also eine Vokabelkarte, sollte man besser sagen, wo hier nur noch 4 Vorkommen dieses Wortes sind, also in 4 Transkripten bzw. YouTube-Videos taucht das auf. Und wenn ich da eben doppelt draufklicke, dann habe ich hier diese 4 Vorkommen. Kann man ein bisschen besser sehen, wenn ich die Spaltenbreite noch optimiere. Also da sind die Wortquellen, wo das vorkommt, sind also hier 4 Dateien. Und da taucht eben das Wort Erfahrung auf. Ich gehe mal wieder auf die Pivot-Tabelle. Also was da rechts in der Spalte S für eine Bedeutung ist, haben wir schon erkannt. Wenn man jetzt mal nach unten schaut, da habe ich jetzt die Unikate, die hier in den, die Anzahl der Unikate, die in den 17 Videos vorkommen, fängt hier an mit den 358. In der Quick-Info KRT-3U33 und so. Das ist also das, die Video-ID von einem YouTube-Video. Und da kann man sich also kompletten Unikate rausziehen, indem man einfach da doppelt draufklickt. Mache ich vielleicht mal gleich mit der eine der größeren Dateien. Hier haben wir 1059 Unikate in einem Video. Und da habe ich gerade doppelt draufgeklickt. Und da sind die dann auch. Kann man sehen, hier unten 1060 ist die letzte Zeile, oben eine Überschrift drüber, passt also auffällig. Und da sieht man dann auch, hier am Anfang habe ich dann meistens schon 3 Fallbeispiele für Sätze, wo dieses Wort, diese Vokabel eingesetzt wird. Kann man hier also vielleicht mit einem Doppelklick nochmal ein bisschen besser sehen. Abfallvermeidung, ne? Und da kommt da ein passender Satz zu. Das ist ja das, was ich eben auch möchte, dass diejenigen, die hier mitmachen und kein Honorar zahlen wollen, die können mir helfen, indem sie hier diese Sätze hier ergänzen und dann hat man da auch eine Gegenleistung für. So, das haben wir hier gerade gesehen. Ich kann mir also jetzt hier zu genau einem Wortschatz aus einer YouTube-Quelle, kann ich mir also hier alle Unikate rausziehen. Ich gehe mal wieder auf Pivot-Tabelle, damit ihr nochmal seht, was das für tolle Sachen sind, die damit möglich sind. Im Augenblick habe ich ja hier alle Worte untersucht, alle Satzquellen. Jetzt möchte ich aber nur die haben, wo hat der Konrad Rennert schon einen Satz zu der Vokabel beigesteuert. Dann habe ich hier, wo Satzquelle steht, also das, wo es schon einen Satz gibt. Und da gibt es hier, da werden im Augenblick auch noch die Lehren mit angezeigt. Jetzt will ich aber nur die haben, wo KR steht als Satzquelle, dann klicke ich hier auf OK und schon sehen wir, steht hier weniger. Es sind also insgesamt 51 Vorkommen, ne? 51 Sätze haben wir. Bei jedem dieser 17 YouTube-Videos habe ich hier bei der Erstellung der Excel-Arbeitsmappe 3 Fallbeispiele reingebracht, damit diejenigen, die da mitmachen, schon so erkennen, was ich möchte, wenn sie hier eine dieser Satzbildungen übernehmen. Und wenn man dann doppelt auf diese 51 klickt, dann sehe ich diese Sätze hier. Die Spaltenbreite ist noch nicht optimal. Mache ich nochmal. Und jetzt passt es. Ich habe maximal 100 Buchstaben.
zugelassen, als ich hier diese Sätze gebildet habe. Und da sind also alle Sätze, alle 51, ne, geht bis zur Zeile 52. Da haben wir also hier diese Beispiele. Ja, jetzt sehen wir immer, wenn ich doppelt auf so eine Zahl klicke, die hier in der Pivot-Tabelle steht, dann wird eine neue Tabelle aufgebaut. Das hier war ja gerade die Tabelle 4, wo die Sätze drin standen. Die kann man natürlich jederzeit wieder entfernen, aber man könnte die auch verwenden, um daraus dann weiteres abzuleiten. Also in diesem Fall sind es ja diese Sätze, die hier zu den Vokabeln zugesellt wurden. Jetzt habe ich hier über die Pivot-Tabelle und die möglichen Verwendungen gesprochen, die man hier mit diesen Zahlen, die da am Rand oder in der Mitte zusammengestellt sind, machen kann. Doppelt draufklicken, dann macht man einen sogenannten Drill-Down und sieht im Detail, was zu der Zahl beiträgt, wie gerade diese 51 Sätze. Jetzt will ich euch aber auch noch zeigen, was steht hier auf dem Blatt Info. Das Blatt Info, das ist vielleicht so ähnlich einzuordnen wie der letzte Teil bei den Wikipedia-Einträgen. Da werden die Quellen genannt, Weblinks und ähnliches steht dann da, Angaben, wo es herkommt, Quellennachweise und ähnliches. Und das ist hier im Prinzip ähnlich. Das Blatt Info, da sehen wir hier erstmal hier etwas über mich, ne, als Bearbeiter, auch über die Lizenz. Ich bin ja hier der Autor und ich habe natürlich die Möglichkeit, Berechtigungen zu vergeben. Jeder darf das hier verwenden, darf auch darauf aufbauen. Er muss nur meinen Namen nennen. Das ist also hier mit dieser CC BY-Lizenz mit Namensnennung gesagt. Dann habe ich hier noch den Link zu dieser Arbeitsmappe, die ich hier jetzt verwende. Wenn ihr nur das Video seht, habt ihr ja noch nicht die Arbeitsmappe. Aber wenn ihr hier oben reinschaut, ne, hier oben, da seht ihr, das ist also die URL, um genau diese Arbeitsmappe hier zu bekommen. Und darunter, da seht ihr im Augenblick noch nicht richtig dargestellt, die URL zu dem YouTube-Video. Das muss ich ja erst noch produzieren. Das, was ich also hier gerade aufnehme, das wird dann zu einem Video verarbeitet und hochgeladen. Und diese ID, die dann da bei YouTube bereitgestellt wird, die werde ich dann noch hier eintragen, statt den kommt noch eins. Also statt dem kommt noch eins stehen dann da die 11 Buchstaben der YouTube-ID. Und dann würdet ihr, wenn ihr diese Arbeitsmappe habt, auch mit dem Klick hierauf sofort dieses Video, was ich hier gerade aufnehme, bekommen. So, damit ist also klar, was das hier oben soll. Dann kommen wir zu dem hier Zusammenfassung des Wortschatzes. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich hier den Wortschatz, den ich verwende, den Fachwortschatz, den man als IT-Trainer hat, der sich mit den Thematiken beschäftigt, die ich also unterrichte. Dann habe ich hier also den Konrad-Rennert-Wortschatz, sieht man ja auch hier unten, der ist also gerade auch hervorgehoben. Und da sind auf der Basis dieser 17 Videos 3829 Vokabeln zusammengekommen. Die sind entweder in dem Goethe B1-Wortschatz enthalten, dann ist das hier weiß, ne, oder ist nicht farbig hinterlegt. Und wenn diese Vokabeln hier eben nicht in diesem Goethe B1-Wortschatz, auf den ich mich hier beziehe, enthalten sind, dann ist das gelb hinterlegt und dann steht da auch falsch. So lautet hier oben die Überschrift, B1-Wortschatz wahr, heißt es ist enthalten, falsch, es ist nicht enthalten. Dann habe ich hier noch die Spalte B und C. B bedeutet, in so viel von den 17 Videos ist es enthalten, also wenn 17 da steht, dann sind das 100%. Wenn es aber eben weniger sind, wie hier, ne, dann haben wir hier bei 4 sind es also 24%, ne, das ist also weniger als ein Viertel, ne, und so weiter. Das kann man sich also hier anschauen, braucht man ja nicht mehr, um das nachzuvollziehen als den Dreisatz. So, das ist also hier die Tabelle mit dem KR-Wortschatz. Der B1-Wortschatz, habe ich ja schon gesagt, den finden wir hier. Wer sehen will, wo ich das her abgeleitet habe, der braucht hier nur auf den Link zu klicken. Habe ich gerade getan. Da sieht man hier, da haben wir hier die Quellenangabe und man kann auch direkt sehen, was da drin steht. Das sind also 104 Seiten. Und da hat man also hier eben die Möglichkeit, direkt
den Text anzuschauen, der hier drin steht. Ich habe den ja zerhackt in einzelne Worte, sonst hätte ich damit nichts anfangen können. So, das wollen wir hier nicht verfolgen, könnt ihr ja selbst angucken, wenn ihr Interesse habt. So, gehe ich wieder auf das Blatt Info und da habe ich also jetzt erklärt, was das hier soll, ne? Zusammenfassung des KR-Wortschatzes. Hier steht dann noch Daten und Links zu den Erklärvideos. Die habe ich ja eben schon mal gezeigt, die stehen auch oben über der Pivot-Tabelle. Das hier ist jetzt nur anders aufgebaut, hier ist es besser lesbar. Vorne die YouTube-ID, dann den Titel, dann die Möglichkeit, die Arbeitsmappe zu öffnen. Da sehen wir, wenn wir den Mauszeiger drauf bewegen, dann wird der Link angezeigt. Wenn ich jetzt draufklicken würde, wird es runtergeladen. Genauso ist es hier mit dem Video. Daneben habe ich aber dann noch angegeben, wie lang das Video dauert. Manche Videos sind dann nur 8 Minuten lang, aber eines ist auch länger, 45 Minuten meine ich noch in Erinnerung zu haben. Wo haben wir es? Doch, 46, da ist es. 46 Minuten, 16 Sekunden. Kuratierung von Fachjargon für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann. Die Umsetzung im Detail. Ja, klar, das ist schon ein bisschen länglich. Und das Video allein sind 46 Minuten, also etwas mehr wie eine Unterrichtsstunde, wenn man sich das anhört. Insgesamt kommen dann 5 Stunden und 11 Minuten und 57 Sekunden zustande, also 5 Stunden, 12 Minuten, also 5,2 Stunden, wenn man es dezimal darstellt. Und in diesen 5 Stunden und 12 Minuten rede ich dann 46.680 Worte und die habe ich also dann erstmal auf die Unikate reduziert. Also man sieht hier in der Spalte, oh, sind die Worte, die in dem Video gesprochen werden. Und wenn man dieses hier mal, was ein relativ kleines ist in der Zeile 44, da sieht man, da sind 751 Worte gesprochen. Davon sind 251 Unikate, das heißt also im Durchschnitt wird jedes Wort dreimal gesprochen. So, dann haben wir also hier die Zusammenfassung der Worte, ne, hier in der Zeile. Und hier, wenn man die Unikate aus den Videos genommen hat, dann haben wir hier 10.082 Unikate, die aber eben auch in verschiedenen Videos enthalten sein können. So bleiben dann am Ende nur die 3.829 übrig, die mindestens einmal in irgendeinem Video auftauchen. Nun habe ich ja schon gesagt, die Schnittmenge ist 60, das sind die Vokabeln, die in allen auftauchen, in allen Videos. Und das ist also hier die Zusammenfassung und wenn man hier auf den Link klickt, dann bin ich also auch wieder hier bei der Pivot-Tabelle, die jetzt aber wieder, weil ich die Grundstellung eingenommen habe, wieder so ist, dass ich hier die Spaltenbreite erstmal wieder optimieren sollte. So, jetzt haben wir also gesehen, was haben wir hier in der Pivot-Tabelle, was haben wir hier auf dem Blatt Info. Da gehe ich jetzt mal wieder oben links in die Ecke. Und da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig zum Erklären. Ich habe hier unten noch Stellen angegeben, die ich auch kurz noch erwähnen möchte. Wer das Know-how haben will, wie ich diese Vokabeln extrahiere aus beispielsweise dieser Goethe-Wortschatzliste oder aus den Rahmenplänen der Kultusministerien oder aus Fachbüchern, der findet das hier in dieser YouTube-Playlist mit 9 Videos. Dann haben sich also durchaus auch schon einige Leute Gedanken gemacht, dass der Wortschatz, den man da in den Volkshochschulkursen bekommt, dass der nicht ausreicht für Beruf, gibt es also in Baden-Württemberg hier Informationen im Land, ne, so nennen die sich ja, habe ich jetzt kürzlich überall auf plakatiert gesehen, Land mit Ä geschrieben. Und da findet man also interessante Stellen, die hilfreich sind, wenn man hier eben Fachjargon lernen will. Na, muss ich erstmal akzeptieren und dann sieht man also hier, in Baden-Württemberg gibt es also durchaus ein paar Hinweise, wo man Sprachförderung an der Berufsschule ergänzend zum Regelunterricht bekommen kann und vieles andere mehr. Ist also jetzt nicht meine Aufgabe. Ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt, mal damit beschäftigen. Genauso hier mit den weiteren Links, die ich hier unten angegeben habe. Grundwortschatz, was ist da runter zu verstehen? Oder was ist hier
Wortschatz allgemein zu verstehen oder eben auch die Statistik des deutschen Wortschatzes. Da gibt es also eigentlich nur Abschätzungen, wie groß der ist. Und da hat sich also ein Fachmann Gedanken gemacht. Und wenn man hier auf den Link klickt, kann man das auch sehen. Hier haben wir es, ne? Der Herr Reinhard Güll zur Statistik des deutschen Wortschatzes, auch wieder Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. Also wer da so ein bisschen Hintergrund erfahren möchte über das hinausgehend, was ich also hier so nebenbei erzähle, der hat hier die Quellen. Ich denke, dass ich damit die Möglichkeiten der Pivot-Tabellen ausreichend erklärt habe. Wenn ihr Interesse am Workshop habt, sendet einfach eine Mail an die hier angegebene Adresse. Für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.